gehören zu dem Mann, dem Frank Buschmann vor langer, langer Zeit den Titel Captain America verpasst hat. Frank Buschmann ist übrigens der Mann neben mir mit dem Amerika-Hut. Gary Heinz, was soll man zu ihm noch sagen? Er hat wieder die Flügelsocken. Ja, die meisten von Ihnen kennen ihn von Take Me Out. Bei Top Dog war er doch auch schon dabei. Ja. Und bei jeder Staffel Ninja Warrior Germany bisher hier bei uns in Deutschland. Aber in den USA war er übrigens mal im Halbfinale. Und das heißt in den USA auch schon einiges. Die Wobei, das Niveau ist mittlerweile weltweit ähnlich. Hier bei uns hat es in den letzten Jahren, muss man aber ehrlich sagen, immer nicht gereicht für mehr als das Halbfinale. Also es ist länger her, dass er im Finale war. Ja, in den Staffeln 1 und 2 hat er es ins Finale geschafft. Da habe ich immer Angst um den Parcours. Was für ein Paket. Nach wie vor. 39, ne? Mittlerweile auch. Und das hier hat er allen anderen heute Abend voraus. Weil er bei American Ninja Warrior war, kennt er dieses Hindernis. Er kennt den Jackpot. Und den macht er auch hervorragend. Hat oben eingeloggt bei Rot, das heißt, sich den einfachsten Weg freigeschaltet. Und geht jetzt runter an den ersten Ring. Wie sagt er immer, go hard or go home? Ja, ist wieder in Topform. Ja. Ist ja Handballspieler, US-amerikanische Handballnationalmannschaft, war auch bei der WM dabei. Und das macht er richtig gut. Ja, der weiß einfach, was er tut. Und wenn er jetzt so weitermacht, dann könnte das für die vorderen vier Plätze reichen für den Moment. Dafür muss er jetzt aber ein bisschen Gas geben. 1:53,86 ist die Referenzzeit von Christian Balkheimer. Aktuell Erstplatzierter. Er ist in guter Form. Ja, aber ist auch ein Typ für die Megawand. Ja. Hat sie einmal geschafft. Oh, was war das denn? Uiuiui. Kurzer Durchschnaufer, zumindest beim Publikum und bei uns. So, macht er. Ja, er macht die Megawand. Macht die Megawand. Wenn er sie schafft, 2000 Euro und sicherer Platz im Halbfinale. So, er kann die. Er kann die. Er kann die, aber. Ja! Auch heute! Auch heute! 2000 Euro, Platz 2 für Gary Heinz. Wagt es ja nicht zu gehen an dieser Stelle. Denn wir haben ja noch viel, viel mehr an tollen Filmmaterialien. Einmal hier ganz viele kleine, tolle, bunte Clips aus dieser Welt hier, der Ninja Warrior Germany Welt. Und bei RTL Plus gibt es natürlich komplette Folgen dieser wunderbaren Sendung, die wir alle lieben.